So. Der hat aber dann nur hier den Schusssicheren, den kennen wir glaube ich schon. Und sonst nix, aber der andere hat halt die Effizienzhacke gehabt. Sind sie das? Ich hoffe, ja, ich hoffe, sie sind das. Die Effizienzhacke 3. Ach, nur 11. So teuer ist die gar nicht. Sehr geile Sache. Und dann haben wir noch eine Effizienz 2. Wenn wir die zusammen auf den Dings legen, das ist aber vom Preis nicht. Und sie? Feuerschutz, das kann ich aber nicht zusammenpacken. Wohnt hier noch jemand drin? Alter, die Villager. Wave! Ja, die kann nichts dafür aktuell. Das ist einfach ein Grund. Ich muss halt jetzt echt vorproduzieren ein bisschen, damit ich wieder Verabredungen für LPTs treffen kann. Ja, also es ist halt auch alles, es muss mit dem Real Life ja alles auch unter ein Dach. Zu einem Überfluss bin ich gerade so ein bisschen kränklich und habe jetzt, glaube ich, auch für LPT gerade heute gar keinen Nerv, weil mir der Kopf auch dröhnt ohne Ente. Deshalb ist hier vielleicht noch ein Abgetriebener, der was Tolles hat. Vielleicht oben im Oberdorf? Also Türen genug haben sie ja. Hier steht auch noch einer rum von den Honkies, aber der nützt mir gerade gar nichts. Hier wird wohl keiner drin stecken, ne? Nein. Schade. Ist jemand hier zu Hause? Hallo? Ach hier, guck mal, der da. Ach, das ist nur so einer. Und der, ja, das ist jetzt auch nicht so. Das Gelbe vom Ei, Haltbarkeit 1, braucht ja keiner. Vielleicht ist wieder einer hochgekrepelt. Ah, guck mal, der könnte gut sein. Ach, das ist nur ein Bauer. Ach, das ist doch kein Bauer. Erzähl mir doch nicht, dass du ein Bauer bist. Ich krieg immer nur einen Bauer. Wie nervig ist das denn? So. Jetzt habe ich einen Rüstungsschmied. Was hat der? Ein schusssicher haltbar 4. Alter. Wie gut. Ja, wie gut, sagte ich. Schusssicher 4 haltbar. Boah, gut. Sehr, sehr gut. Ach, jetzt geht. Jetzt ging es auch so mit ihm. Aber jetzt habe ich keine Kohle mehr. Oh. Jetzt auch keine Kohle drin. Villager handeln ist eine Challenge. Und dann die Keller wiederfinden. Das ist das Schlimmste dabei. Das ist das Schlimmste dabei. Und jetzt ist, siehst du, ich habe Kohle mitgenommen. Jetzt ist die Kohle schon wieder fast weg. Aber wir haben eine geile Hacke, schon mal. Wenn die noch Glück kriegt, wird gut. Und dann vielleicht noch Haltbarkeit. Haltbarkeit wäre auch noch eine geile Sache. Komm, bleib da. Sei noch da. Sei noch da. Yay. Aber es wird nicht reichen, dass wir die Hacke kaufen können, ne? Nein, jetzt haben wir 12. Ah, ne, die Rüstung. Wir bräuchten 16. Oh, Mist. Vielleicht, wenn ich mit einem Bauern noch was handel. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Getreide auf der Tasche haben. Nur Samen und hier. Na gut. Tun wir unsere Essensvorräte antasten. Was soll's? Du bist ein Fischer. Du bist da nicht der Richtige. Der vielleicht? Ah ja. So. Nein! Ah! Wie übel. Dann möchte ich nochmal aufs Feld. Auch das tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob der billig ist, ehrlich gesagt. Ich habe nicht verglichen diesmal. Ich habe ja alles, was ich wollte. Was habe ich eigentlich für eine Rüstung an? Ich habe eine Eisen an mit Schutz 2 und Dornen. Ja, ist schon nicht so übel. Ich weiß gar nicht, ob... Ist er das? Ja, ist es. Huhuhuhuhu. Jetzt ist die Frage, was natürlich cooler Stuff wäre, wenn man die hier zusammenkriegen würden. Wie lange hält der eigentlich noch? Ich weiß. Achso, ich muss einfach ausziehen. So. Das wäre schusssicher 4, Haltbarkeit 3. Der ist jetzt schusssicher Schutz 3. Jetzt haben wir dann aber schusssicher 4. Wir würden den Schutz opfern. So rum wäre es Schutz 3, Dornen 1, Haltbarkeit 3.
Also eins geht mir immer verloren. Das plus 2 Rüstungshärte plus 8 Rüstung. Das ist plus 2 Rüstungshärte plus 8 Rüstung. Die Haltbarkeit habe ich auf alle Fälle. Aber ich hätte hier gerne eher die Haltbarkeit drauf und hier dann vielleicht noch Dornen oder sowas. Das heißt, ich würde die erstmal so mir zurücklegen. Für später, für jemand anderen, für irgendwelche Special-Geschichten. Ach, guck mal, es trifft sich auch gut. Auch da könnte noch was Interessantes rauskommen. Ach, hier haben wir die noch. Na gut, Kettenhemden sind halt cool von der Optik. So für Gala-Auftritt und sowas. Ich räume es jetzt erstmal hier rein. Denk mal mit mir dran, dass der hier drin liegt. Ich vergesse das nämlich wieder. Ich weiß dann gar nicht mehr, dass es den überhaupt gibt. Das ist dann ein Problem, eventuell. Ich wollte auf die Felder sich gehen. Mit euch. Jetzt gleich mal. Es tut mir leid. Aber warte mal. Da machen wir gar nicht lange mit rum. So. Dann haben wir hier nochmal Brot gemacht. Auch für den Fall. Auch für den Fall, dass jemand zu Besuch kommt, der was zu essen braucht. So, dann nochmal das Wertvolle hier wieder rein. Das ist dann hier auch so der Platzhalter. So. Es ist Bettzeit. Dann gehen wir hier gerade ins Bett. Ihr müsst auch ins Bett, Village. Villages. 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 Geronimo! Yay! Oh Gott, nee, das darf ich nicht machen, sonst muss ich am Ende noch husten. Das versuche ich ja die ganze Zeit verzweifelt zu unterdrücken. Das möchte ja keiner. Ist ja fürchterlich. So, warte mal. Wir haben auch, glaube ich, sogar die ganze Zeit noch eine Hacke dabei. Das ist schon mal gut. Dann werden wir jetzt erstmal hier gerade die Villager abernten. Wir pflanzen natürlich auch nach, sofern nicht Villager kommen, um es nachzupflanzen. Das könnte durchaus passieren. Das ist nicht unmöglich. Wenn ich es brach liegen lasse, können wir gleich die Vorräte von ihnen checken, sozusagen. So, aber ich pflanze jetzt mal nach. So, Hammer, Hammer, Hammer. Gut, dann Eisenkörner wegballern. Da ist noch was für mich, dankeschön. Da könnte man auch vielleicht... Ja, geht. Noch eins mehr für die Williger. Für die Willigen. Ja, mach da ruhig mal da vorne. Ist okay, kannst du machen. Ist Fisch legitim. Mehr hat es nicht. So. So. Ach, keine Ahnung, ob das gut war. Das habe ich wieder vergessen. Wie immer, habe ich vergessen. So. Einmal schnell die Reihe lang. Ich bin der Mähdrescherman. Mähdrescherman! Wo ist Mähdrescherman? Es ist Erntezeit. Mein Feld liegt voll steht voll im Korn. Aber ich habe niemanden, der mir hilft. Ich brauche Mähdrescherman! Mähdrescherman! Entschuldigung. Ein bisschen tut's mir leid. So, ein bisschen tut's mir einfach leid. What a shame. Ja, ja. Und jetzt kommt Samenman. Oh, Samenman. Oh, Samenman, ich wünsche mir ein Kind von dir. Weizen? Nein, ein Kind. Möhre? Nein, ein Kind. Kartoffel? Nein, ein Kind. Rote Beete. Ja, Samenman ist nicht, ist, der ist halt, das ist halt so ein, ne, das ist ein pflanzlicher, ne, das muss man einfach sagen.
Samen-Man kann da nicht helfen bei dem, was sie eben wollte in meiner kleinen... Also ich möchte das Wort Geschichte dafür nicht verwenden. Das war keine Geschichte, das war vieles, aber keine Geschichte. Ja gut. Wir machen hier ein kleines Möhrenfeld und der Rest wird Kartoffel. So. Einfach deshalb, weil Kartoffeln viel praktischer sind. Praktischer als Möhren. Und viel nützlicher und viel weiterreichen und. So. Die Fackel war ja auch so sinnfrei wie ein... Habe ich da jetzt eine weggehauen wieder? Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt wächst. Aber ich probiere es mal. So, Kartoffeln. Eine giftige übrigens. So, ich weiß gar nicht, ob ich genug Kartoffeln dabei habe. Aber Kartoffeln hätte ich gerne wieder mehr. Weil die eben auch ein super praktisches Essen sind. Ah ja, super. Ah, da gibt es noch mehr Kartoffeln. Guck mal. Es gibt noch mehr Kartoffeln. Vielleicht bleibt sogar am Ende was für uns über. Trotz Feldvergrößerung. Ich glaube ja noch nicht so richtig dran. So. Haben wir auch mal was für die Ernte gemacht. Und man darf eins nicht vergessen, warum wir keine Automaten bauen, ist, die Zeit, die wir mit Automatenbau verbringen würden, ist so eklatant hoch, dass es sich nie wieder einspielen ließ. Das liegt wahrscheinlich irgendwo sonst wo, aber ich habe dafür nicht mehr im Inventar. So. Hier ist mir gefühlsmäßig irgendwie... Ist mir hier was abhanden gekommen, kann das sein? Mir ist hier überhaupt alles kaputt gegangen, gefühlt. Ist da noch Wasser drunter? Ja, komisch. Ups, das war nicht das, was ich erwartete, was es sein würde. Habe ich auch nicht gut geguckt. So. So. Ich glaube, das sind die Mistkröten hier, die alles kaputt trampeln, kann das sein? Kann das sein, dass das die Mistkröten sind? Ist das möglich, möglicherweise? Die Felder hier, die sind natürlich nicht lange im Betrieb. Ich muss dann die... Einfach umziehen, würde ich sagen, ne? Dieses Mixfeld funktioniert ja augenscheinlich hier nicht besonders gut. Ups. So. Nur Wasser bräuchten die auch irgendwie so ein bisschen dafür. Das möchte ich eigentlich nicht an die Stelle machen. Wenn ich jetzt so einen kleinen Wassergraben ziehen würde, ich meine, Weg eh schmal genug. Und die Trampelmänner da, die machen es halt wahrscheinlich auch wieder kaputt, ne? Naja, gut. Da unten haben wir auch noch, glaube ich, rote Beete und sowas drin sitzen. Dann nehmen wir das ja auch noch schnell mit. Da müssen noch Klappen drauf. Damit das Zeug nicht immer ins Wasser fällt. Ach, hier hatten wir auch eh noch Möhren. Ist da was drin? Ist da was drin? Ist da was drin? So, aber da kommt jetzt nur wieder rote Beete hin. Aber wir haben gar nicht so viel rote Beete, dass da nur rote Beete hin könnte. Ach so. Nein! Naja. Okay. Ist auch schön, rote Farbe zu haben. Borscht kann man damit nicht machen, wobei das ist eh nicht so praktisch. Aber ich mache jetzt mal hier nur rote Beete. Dann wissen wir wenigstens, wo die auch sitzt. So. Hier müsste man eigentlich mal einen Weg hoch und runter bauen. Das ist ja so ein Quatsch, dass man da immer hier rauf und runter rennt, wie noch einer. Und so, das ist eigentlich das ist schon Quatsch. Das stimmt schon. Braune Getränke, hier. Das haben wir jetzt aus roter Beete. Dann, aber wenn jemand Farbe braucht, ist ja auch gut. Ist ja gar nicht so falsch. So, zack, zack, zack. 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 Ich würde jetzt hier die Kartoffeln als Pflanzreserve machen und den Rest schon vorbraten. Potenziell auch für Gäste. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samen. Dann haben wir hier ein bisschen Weizen. Noch mehr Weizen. Rote Beete noch zwei über. Die Melonen.
Auch da könnte sich theoretisch mittlerweile jemand wohl relativ lange von ernähren. Also zumindest ein Weilchen ginge. Da bin ich ganz optimistisch eigentlich. So, wo ist der Hund? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben wir einen Huhn im Dorf. Ich habe ein Ei gesammelt. Ich war der Gutsherr, wie auch immer. So, mal schauen, was uns außerhalb der Mauern erwartet. Wo ist der Hund? Hab ich den jetzt verloren? Vor allem jetzt in den Tag gucken, um einen Hund zu finden. Super. Wo war denn der? Kam der noch wieder mit hoch? Warte mal. Die Erde will ich schon haben. Was ist da so hell? Ach so, ich erinnere mich. Da war ja so ein Gedöns drunter. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ah ja. Das war ein Versehen. So. Das würde ich auch gerne noch korrigieren. Ach, guck mal, das Wasser drunter. So. Dann könnte man jetzt hier aber gerade noch mal kurz, wer weiß, wie wir es dann gestalten, aber so kann nochmal Gras hinwachsen. Winterliches Gras. Das gute Wintergras. So, Wintergras. Da rein, ab in den Spalt damit. Ja, hier auch. Was ist da drunter? Das ist auch, okay, auch. Zack, zack, zack. Sieht irgendwie ein bisschen schlüssiger aus, ne? Wo ist der Hund? Ich muss den Hund gleich nochmal suchen gehen. Ich weiß, das ist nur Bruchstein, die ich da drunter pflanze, aber ist trotzdem wichtig. Ach so, hier war ja ein Baum mal. Lass mal hier so ein bisschen. So. Das wird also noch ein bisschen schöner gemacht. Ich muss ins Bett, glaube ich. Sonst haben wir ja morgen früh Creeper-Pasta. Warum das Bett ganz oben steht, weiß ich eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich von früher noch. Liebgewonnene Tradition, jetzt hat es keiner mehr korrigiert. Und den Dachstuhl müssen wir noch fertig bauen. Heieiei, verzögert sich wieder um Folgen. Um Folgen hat er hier wieder Verzögerungstaktik betrieben. Der Mensch. Dann sollen wir mal schauen, ob Nachbarn da sind, die gegebenenfalls Licht spenden möchten. Ich sehe nichts. Niemand lichtspendendes Anwesen. Hallo? Das ist großartig außer Reichweite, würde ich sagen. Nein, ist es nicht. Geil. Wir gehen mal hin und schwärteln ihn. Ich fand das Fernschießen aber gerade ganz lustig. Hier ist ein Pfeil von mir. Hier ist ein Pfeil von mir. Noch was Böses hier. Warum brennst du noch nicht? Jetzt solltest du aber. Tschüssi. Gute Reise. Wo sind meine Pfeile? Sind alle Pfeile da? Ich werde es wohl nie herausfinden. Was war denn das? Ach, ein Tintenfisch. Hallo. Hallo Sie. Jo, feine Sache das. Aber wo ist der Hund hin? Siehst du, das wollte ich schnell noch gucken. Und dann, ja, ich habe hier noch mehr mit dem Haus vor, keine Sorge.
Aber wir spielen ja Survival und manchmal gibt es andere Dinge zu tun. Und RSM hat das Emeralds-Minensystem noch verdient, angesehen zu werden. Das haben wir ja skandalöserweise nicht vorher gemacht. Und dass man da auch wieder aufgehalten wird mit irgendwelchen Sachen, ne? Will ja immer irgendwas. Einer, ne? Also einer will ja immer irgendwas. Das ist der Muckefuck. Okay, das akzeptiere ich. Aber wo ist der andere Muckefuck hin? Der lief mir doch hier noch irgendwo hinterher. Was ist mit dem Hund los? Ich guck schon wieder ins Inventar nach dem Hund. Das ist ein Huhn. Okay, da kann ich mit leben. Da sind noch mehr Hühner. Aber wo ist der Hund? Vielen Dank. Das hat nicht wehgetan, nein, gar nicht. Das ist Luzis. Das muss Tessa sein. Dann sitzt hier irgendwo noch der andere Luzi. Die hat ihre Runde irgendwie mal in diesen Ecken jetzt sitzen. Auch nicht. Sehr komisch. Wir haben wieder einen Muckefuck verloren. Na, dann komm mit, Muckefuck. Ist das mir ein Rätsel? Was mit diesen Hunden nicht stimmt? Ist gut, dass wir mehr haben, dann kann Muckefuck wenigstens dabei sein. Ist ja sonst auch wieder doof. Und am Ende haben wir ja zwei um uns rumlaufen. Ich wette, der andere Muckefuck ist an irgendeinem Skelett im Höhlensystem hängen geblieben. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir bei der Videobearbeitung ansehen oder so, aber jetzt, keine Ahnung. Das habe ich echt keine Idee, wo der hingekommen sein könnte. Also hier kommen die Schlafzimmer in die Etage, da unten ist der Wohnraum und hier oben kommt halt so Heu und sowas dann hin. Hier müssen wir aber noch ein Dach fertig bauen. Das war unser Anliegen, deshalb haben wir auch Holz geholt und da sind schon Balken eingezogen und da oben drüber müssten nochmal Balken eingezogen werden. Und deshalb waren wir bei den Eichen beim letzten Mal. Wer sich da vielleicht noch dran erinnert, bei der letzten Aufnahmesession wohlgemerkt, nicht bei der letzten Folge, das ist was anderes. Und ja, gut, ist ja gleicher Tag, muss man auch sagen halt. Habe ich ja schon erklärt, warum das so ist. Weil eben das Real Life auch viel von einem an Zeit verlangt. Und da gibt es eben Dinge, die sind immer auch noch wichtiger als YouTube, wie zum Beispiel Kinder. Eigene, in Klammern. Und deshalb... Wobei ich glaube, meine Kinder haben schon so ein bisschen Glück mit dem Papa, was das angeht. Wenn die hier sind, dann, zwei große Unterschiede wahrscheinlich zu den meisten Eltern. A, ich kann mit ihnen gamen. B, ich gucke auch mit, wenn sie gamen. Es interessiert mich, was sie machen. Ich sage ihnen nicht die ganze Zeit, tu dies, tu jenes, um Gottes Willen. Das wäre ja eine Katastrophe. Da würde ja kein Kind glücklich werden, sondern ich gucke einfach zu. Ich setze mich einfach daneben und gucke zu. Und auch gerne mal 2 Stunden lang. Das ist gar kein Problem für mich. Und daher sind die, glaube ich, echt happy, wenn die... Allein deswegen sind die happy, wenn die hier sind. Und mein Sohn mit seinen 8 Jahren, der fragt jetzt auch schon nach Commands, wenn er wieder irgendwie einen Stronghold sucht. Und ja. Ich glaube, da ist seine Mama dran verzweifelt, dass er per WhatsApp... über ihr WhatsApp mir geschrieben hat, wie das mit den Commands geht, damit er ins Ende kann, um den Enderdrachen nochmal wieder zu verbrudeln. Er macht sich das gerne aktuell noch ein bisschen leicht. Da werde ich irgendwann nochmal ein bisschen gegen vorgehen, dass die alles im Survival echt machen müssen, damit die sowas wie Verantwortung auch dabei lernen für sich selbst. Das ist mir aktuell noch nicht so ganz genehm. Da werde ich nochmal einschreiten müssen. Weil ich habe ja mit, meine Tochter ist ja 11 und ich habe mit 11 am Amiga, da hatte ich niemanden, der mir geholfen hat. Das muss ich letztendlich sagen. Wir haben alles durch Ausprobieren rausgefunden. Und das war super geil. Ne? Und haben Spiele wie Leisure Suit Larry haben wir gespielt oder Monkey Island. Und die waren dann auch zu einem Überfluss auch noch alle auf Englisch. Und man hat dann halt mit dem Wörterbuch da gesessen und hat sich da irgendwie durchgefraggelt, so gut es irgendwie ging. Und man hat halt viel bei gelernt, tatsächlich. Und ja, immer wieder wird sich über meine englische Aussprache lustig gemacht, aber das ist aber
auch so, dass ich natürlich, wenn ich mehr mit Engländern oder so zu tun habe, wird die Aussprache ganz schnell wieder besser. Es ist einfach nicht benutzen, es ist alles eingerostet. Das ist alles eingerüstet. Und ich gucke mir halt jetzt auch nicht so gerne englische Serien an. Dafür bin ich dann wieder zu faul, muss ich sagen. Dass ich mir die Mühe mache, ne? Englische Serien zu gucken, wenn ich doch die deutschen Synchronisationen gucken kann. Da bin ich dann ein bequemer Hund. Ich lese auch schon genug so in englischen Foren und sonst wie. Und teilweise auch dann, wenn irgendein Zuschauer, meistens ja die Nicht-Abonnenten-Zuschauer, Probleme haben und dann wieder bei irgendwelchen der Tutorial-Videos irgendwelche komplizierten Fragen stellen, wo sie keine Antwort gefunden haben, und dann liest du dich kreuz und quer durch irgendwelche englischsprachigen Foren durch, aber dabei sprichst du es halt auch wieder nicht, ne? Das ist halt auch der Punkt, ne? Du liest es, du verstehst es, aber du sprichst es halt nicht. Und dann kommt wieder die Geschichte noch dazu, wenn du in Aufnahme bist und dann Englisch sprechen sollst, da bist du ja sowieso immer blöd, in Aufnahme. Das ist halt dann nochmal schwer. Und dann wirkst du auch noch wirklich wie der vollendete Vollhonk. Ist mir aber auch egal übrigens. Also Hashtag NoVollhonk ist für mich auch okay. Ihr könnt auch Vollhonk sagen. Wenn ihr es glauben wollt, ist mir egal. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Da bin ich völlig frei von Meinung anderer. Tatsächlich.